Hallo, Name ist Kyle Chester und willkommen zu unserer How-To-Serie bei Fieldpiece Instruments. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Luftmessungen anzeigen, die Fieldpiece-Psychrometer direkt auf dem Smarner-Verteiler. Wir müssen gewährleisten, dass alle unsere Geräte eingeschaltet sind und dass die Werkzeuge in Funkreichweite sind. Ein guter Zeitpunkt. Joplink Air fähige Produkte wie Verteiler und Psychrometer haben eine drahtlose Reichweite von über 300 Metern, sollten wir heute hier keine Probleme haben. Also schalten wir alle Werkzeuge ein, indem wir die Einschalttaste an jedem Werkzeug gedrückt halten, bis das Display am Verteiler aufleuchtet und bis die grüne LED an der Einschalttaste der Psychrometer leicht blinkt, kurz. Schließlich drücken wir die Einschalttaste am Verteiler, um das beleuchtete Display zu beleuchten. Sobald wir alles eingeschaltet haben, sicher WLAN, die Funktionalität am Verteiler eingeschaltet ist, und um dies zu tun, wir drücken die Drahtlos-Ein-Aus-Taste am Verteiler. Sobald wir sehen, dass, wenn das Display das drahtlose Symbol anzeigt, wissen wir, dass wir weitermachen können. Und um sicherzustellen, die Psychrometer mit dem Verteiler synchronisiert sind, müssen wir in die Menüpunkte und finden Sie drahtlose Quellen, um dies zu tun, drücken wir einfach die Menütaste und dann scrollen wir Pfeiltasten nach oben oder unten und finden drahtlose Quellen. Drücken Eingabetaste. Der Smarner wird immer standardmäßig suchen nach einem drahtlosen Psychrometer zum Verbinden, in unserem Fall perfekt ist, weil womit wir uns verbinden möchten. Und Sie werden sehen, dass wir dieses kleine blinkende R-Symbol haben. Das bedeutet einfach, dass der Verteiler derzeit auf der Suche nach einem Rücklaufpsychrometer. Und um dieses auszuwählen und zu bestätigen, dass dies, was wir suchen möchten, müssen wir nur einmal die Eingabetaste am Verteiler drücken und dann wird dies beginnen, nach einem Rückluftpsychrometer in der Umgebung zu suchen. Und wie Sie sehen, ist ein Psychrometer mit der ID-Nummer 4087 gefunden. Und wir können die Rückseite überprüfen, um dies zu bestätigen. Die richtige Einheit, mit der wir uns verbinden werden, indem wir diese ID-Nummer abgleichen. Sobald wir zufrieden sind, können wir fortfahren und die Eingabetaste drücken, um zu speichern. Diese drahtlose Verbindung und gehen Sie zur nächsten über. Versorgungspsychrometer. Daher das kleine S, das Sie auf dem Bildschirm sehen. Also wir gehen denselben Prozess durch, den wir gerade beschrieben haben und bestätigen, dass das Psychrometer stimmt mit dieser ID-Nummer überein. Also drücken wir Enter. Sie sehen, dass die ID-Nummer 9000 ist, vom Verteiler gelesen wird und wir können das einfach noch einmal mit dem Versorgungspsychrometer abgleichen. Sobald zufrieden, drücken Enter, um die Auswahl zu speichern. Nachdem können wir die Menütaste drücken zum Startbildschirm. Da wir nun auch beide Psychrometer nun verbunden haben, was Ihnen also auffallen wird, ist, dass der Startbildschirm keine der psychrometrischen Werte anzeigt und stattdessen die Außentrockenkugeltemperatur anzeigt, die Saugleitungstemperatur und die Flüssigkeitsleitungstemperatur in der mittleren Spalte. Um die Werte von den verbundenen drahtlosen Psychrometern anzuzeigen, wir müssen zuerst die AER-Taste am Verteiler zuerst drücken und dies wird dann durchscrollen. Alle derzeit verfügbaren Messungen, die derzeit von diesen Werkzeugen durchgeführt werden und werden. Also, wenn wir die Lufttaste drücken, sehen Sie einfach die erste Messung und das ist die Trockenkugeltemperatur. Sie können nun sehen, dass diese Werte jetzt in der mittleren Spalte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn wir die Lufttaste drücken, scrollt sie zur nächsten Messung, die die Feuchtkugeltemperatur ist. Wenn wir die Lufttaste erneut drücken, gelangen wir zum Taupunktwert. Wenn wir sie noch einmal erneut noch drücken, dies zeigt uns den relativen Feuchtigkeitsprozentsatz, also den Anteil der Feuchtigkeit in der Luft, noch einmal die Enthalpiewerte und schließlich drücken wir noch einmal und dies zeigt uns die Rückluft-Trockentemperatur gegenüber der Zuluft-Trockentemperatur mit dem Ziel-Delta-T und den Delta-T-Werten in der mittleren Spalte dort. Wenn wir ein letztes Mal auf Luft drücken, kommen wir wieder zum Anfang zurück und zeigt die Temperaturen der Saugleitung und Flüssigkeitsleitung
die Temperaturklemmen hier an der Seite des Verteilers messen. Das war's. Sie zeigen die Lufttemperaturmessungen an unter Verwendung JL3RH-Psychrometer mit unseren S-MAN-R-Verteilern verbunden sind. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran für mehr Videos.